Hallo an alle, wir haben eine neue Challenge. Das Essen in einer Farbe. Heute ist grün und rosa dran. Los geht's. Wow, Mädchen, was für coole Torten habt ihr. Ich sehe verschiedenen Schmuck neben euch liegen. Lasst uns die Tortenkleider dekorieren, damit sie mega hübsch aussehen. Tolle Idee, jetzt legen wir eine transparente Form drauf und füllen sie mit einer voll süßen rosa Glasur. Wie schön! Und jetzt brauche ich verschiedene Streusel, damit alles noch schöner aussieht. Und ein bisschen Glitzer tut auch nicht weh. Ich denke, genug. Und jetzt heben wir die Form. Wow, wie schön! Jetzt können wir dem Kleid Zuckerperlen hinzufügen. Sie sind so klein. Ein paar Erdbeeren und Gummibärchen. Das ist unglaublich geworden. Wow, wie toll sieht es aus. Und mein Schmuck ist grün. Ich möchte mit den Gummibärchen beginnen. Wir legen ein paar hier. Und dahin. Und was ist hier? Wow, grüne Creme. Und wie schmeckt sie? Sehr lecker. Ich brauche sie definitiv auf der Torte. Ausgezeichnet. Und was gibt es da noch? Grüne Erdbeeren? Magisch. Es gibt definitiv nicht genug von verschiedenen Süßigkeiten, Bonbons und Streuseln. Wir fügen jetzt alles hinzu. Ein paar Gummibärchen und viele Glitzer. Wow, was für eine Schönheit ist es geworden. Mary, gefällt es dir? So, meine Torte ist immer noch besser. Dann probieren wir schnell die Torte. Wo ist mein Stück? Grüne Süßigkeiten sind einfach Bombe. Das ist sehr lecker. Ew, wie unordentlich sie ist. Gleich nehme ich mir ein Stück dieser schönen Torte. Wow. Hübsch. Und wie schmeckst du denn? Es duftet göttlich. Und es schmeckt noch besser. Umwerfend lecker. Die rosa Torten sind die besten. Wow, was habt ihr diesmal bekommen? Das sieht erschreckend aus. Ist das ein rosa Hai? Ist ja süß. Cool. Und ich habe ein grünes Krokodil. Ich frage mich, was er kann. Autsch, es tut weh. Er hat mir die Nase abgebissen. Lass los. Meine wunderschöne kleine Nase ist total rot geworden. Nimm ihn von mir weg. Mein Hai wird dein Krokodil im Augenblick auffressen. Willst du einen Kampf mit den Spielzeugen? Dann pass auf. Dafür braucht ihr einen Boxring. Kommt, Mädels. Ich bin für euch beide. Ich werde sie in der ersten Minute bekämpfen. Komm her. Was? Du kannst mich nicht fangen, oder? Erwischt, erwischt. Krokodile sind top. Nein, ich habe dich erwischt. Boom, du hast gewonnen. Oh, mein Krokodil ist kaputt gegangen. Und was ist das? Sieht wie ein Lutscher aus. Das müssen wir probieren. Wow, es schmeckt einfach toll. Was? Ich will schneller probieren. Habe ich auch einen? Ja, hier ist der rosa Lutscher. Ich bin sicher, mein schmeckt besser. Lecker. Ich habe meinen schon gegessen, du Langsame. Welche Farbe hat meine Zunge? Du hast eine grüne und ich rosa. Cool. Meine Zunge ist schöner, verstanden? Was ist diesmal für euch vorbereitet? Neue Leckereien. Marshmallow, Maiskörner hat Mary und Jess hat Skittles und Maiskörner. Hurra, wir warten auf ein cooles Popcorn. Die grünen Skittles sind mein Favorit. Für Popcorn brauche ich eine Pfanne und ein Herd. Wir werfen alle Maiskörner und Skittles. Und jetzt warten wir, bis das Popcorn fertig ist. Wow, er springt so cool, direkt in meinen Mund. Oh, ich habe schon vergessen, wie man Popcorn macht. Er springt auf der Pfanne, man muss es doch mit dem Deckel abdecken.
Gut, jetzt bereiten wir den Popcorn-Eimer und schütteln alles da rein. Probieren. Wie lecker. Ich will noch mehr und mehr und mehr. Ja, ich will auch einen ganzen Popcorn-Eimer. Jetzt machen wir Popcorn mit Marshmallows. Wie klein und süß die sind. Wir werfen die Körner zusammen mit den rosa Marshmallows in eine Pfanne und warten, bis sie fertig sind. Gleich fängt es an zu springen. Und es ist bereit, aber wann, Jess? Ich teile nichts mit dir. Okay, ich bereite meinen Eimer für mein rosa Popcorn vor. Da ist er. Umfüllen. Hey, mein Popcorn sieht ja nicht so aus wie bei Jess. Er sieht aus wie ein dickflüssiger Slime. Wie cool. Ist es immer noch lecker oder nein? Sehr, sehr lecker. Jess, schätze mein Popcorn ein. Sieht es cool aus? Mary, können wir deins und meins vielleicht vermischen? Oh ja, wir mischen gleich. Es sollte noch besser werden als getrennt. Wie cool es sich dient. Wir müssen es nur gut umrühren, damit Skittles und Marshmallow sich vermischen. Genau so, noch ein bisschen. Jess, ich glaube, wir haben es übertrieben und uns die Hände mit dieser Masse zusammengeklebt. Zieh, komm. Autsch. Mädchen, geht's euch gut? Ich sehe, alles ist in Ordnung. Machen wir dann weiter? Interessant, was kommt diesmal auf uns? Gleich bekommt Mary Pop Rocks. Coole Sache, explodierendes Karamell. Was hat Jess? Oh, es sieht nicht sehr angenehm aus. Das sind ja mega saure Bonbons. Davon verzieht man das ganze Gesicht. Arme Jess, hast du was Schlechtes bekommen? Mach dir keine Sorgen. Du kannst zuschauen, wie ich meinen Leckerbissen genieße. Wie schön das Karamell explodiert. Das ist ein ganzes Feuerwerk. Lecker und schön. Wow, das ist cool. Und jetzt komme ich dran. Ich hatte ja nicht wirklich Glück. Ich habe saure Bonbons, aber ich hoffe, dass die trotzdem schmecken. Dann bewerten wir. Seltsam. Und meine Zunge leuchtet. Mary, haben wir denselben Gedanken? Perfekt, wir ziehen uns um. Jess und ich lieben es, Experimente mit Leckereien zu machen. Gleich gießen wir mein Karamell in einen Kolben und vermischen es. Wow, wie schön ist es geworden. Ich habe ein Mini-Feuerwerk in der Flasche. Wie cool. Sehr, sehr cool. Jetzt fülle ich auch meine Süßigkeiten in einen Kolben. Wow, was ist das? Das Wasser ist grün geworden. Oh, ich glaube, bei mir ist etwas Schädliches rausgekommen. Mary, ich denke, es ist Zeit, alles in einen gemeinsamen Kolben zu gießen und hoffen, dass es nicht explodiert. Wie schön es leuchtet. Jess, wir müssen es definitiv ausprobieren. Ups, Mädchen, ihr verfärbt euch. Mary, du bist rosa geworden und Jess grün. Oh, weia. Was soll man dagegen tun? Das war doch eine schlechte Idee, war zwei Cocktails zu vermischen. Und ich glaube, ihr habt ein Feuerwerk in euch. Wie lustig! Mädels, ihr seid also gesprungen, weil ein Feuerwerk in euch war. Es ist ungesund, in sich zu halten. Es fühlt sich an wie ein Feuerwerk aus den Augen. Aha, bei mir auch. Ich lasse es los. Wow, wie schön das geworden ist. Mädchen, geht's euch gut? Und wer ist das denn? Hey, legt sie zurück an ihren Platz. Ah, ich glaube, das Zimmer ist radioaktiv geworden. Es war wirklich eine schreckliche Idee, zwei Leckereien zu mischen. Wow, ist das ein rosafarbenes Ei. Cool. Und ich habe eine Klatsche. Und das war's? Wann kommen die Leckereien? Wenn du nur eine Klatsche hast, fange ich mit meinem Schokoei an. So schwer, ich kann's nicht hochheben. Okay, Jess, fang an. Danke, Mary. Okay, wie funktioniert diese Klatsche?
Vielleicht muss man irgendwo drücken? Mary, weißt du das? Ah, nein, bitte nicht auf mich richten. Und zweitens, man muss hier drehen. Aha, ich habe verstanden. Wow, wie cool. Das ist ja ein richtiges Fest. Wartet, was ist in meinen Haaren? Wow, das sind grüne Gummibärchen. Probieren wir schnell. Die schmecken so gut. Jess, du hast hier noch ein Gummibärchen verpasst. Wow, danke, Mary. Immer bitte. Was soll ich mit diesem schweren Ei machen? Ich versuche zuerst die Verpackung zu entfernen. So schön und rosa. Ich bin gespannt, welches Spielzeug ist da drin. Oh weia, es ist aus Stein. Ich kann es nicht brechen. Öffne dich. Ich habe eine andere Idee. Wir stellen dich auf einen Ständer. Schoko und Fingern. Lecker. Und probieren wir das Ei so zu essen. Wow, es ist also vollständig mit Schokolade gefüllt. Toll und sehr lecker. Aber ich möchte es brechen. Also benutze ich mein kleines Set eines Archäologen. Hier gibt es alles, um dieses Schokoladeei für immer zu brechen. Ich denke, dass der Hammer hier sicher passt. Aber wir brauchen etwas Größeres. Gut, wir schlagen. Noch ein bisschen. Ja, ich kann schon gleich was sehen. Wow, geschafft. Jetzt müssen wir den Koffer mit dem Spielzeug irgendwie herausholen. Ja, komm schon. Geschafft. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wow, das ist ja ein Spielzeug. Anti-Stress. So süß und niedlich. Das, was ich genau gebraucht habe nach dieser Arbeit. Schau, Jess, du hast sowas nicht. Wo ist das Licht? Ah, dieses Spielzeug leuchtet sogar. Gib's mir, ich will's sehen. Sei nicht gierig, Mary. Ich falle. Jess, wo bist du? Du hast mein Spielzeug mitgenommen. Meinetwegen. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann schnell liken, abonnieren und mit Freunden teilen. Es kommen noch viele weitere interessante Videos. Bis bald.